dass wir auch eine zahlreiche Anzahl Pressevertreter hier haben aus der Großraumschaft Ulm. Und wir bedanken uns auch da für die gute Begleitung, die wir in den letzten Jahren erfahren haben. Ich möchte mich zu Beginn ganz herzlich bedanken bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, die diesen Tag der offenen Baustelle vorbereitet haben. Es ist eine große Aufgabe, allein schon für die Sicherheit zu sorgen. Liebes Team, liebe Frau Sehner, Herr Bösinger, alle anderen, herzlichen Dank für die tolle Neubaustrecke, die wir in 3 Jahren befahren dürfen. Jetzt, der Termin ist 22, wird schon mal ganz gut an. Die ist für uns in der Stadt der wesentliche Impuls für Stadtentwicklung. Wenn man am Citybahnhof sieht, was wir projektieren, die schönste Straßenbahnbrücke der Welt. Immer mehr. Jetzt muss man, glaube ich, auf Zeit gehen, das ist schon mal umgesprungen. Und bedanke mich nochmal bei all denen, die jetzt am Sonntag sich um die Ohren schlagen, damit die Leute diese wunderbare Baustelle, die ich faszinierend finde, weil es eben Ingenieurkunst von der besten Sorte ist, die Baustelle anschauen wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich darf jetzt noch das Wort an Herrn Dr. Kielbasa geben. Der wird zunächst auch erklären, wie weit man in den Tunnel rein darf, was Sie alles hier sehen und vielleicht noch ein paar technische Details. Wenn man dem Herrn Dr. Kielbasa das Wort gibt, dass er das Bauwerk erklärt, könnte das etwas länger dauern, aber Herr Dr. Kielbasa, wir freuen uns, dass wir hier bei Ihnen auf der Baustelle sein dürfen und dass Sie an dieser Baustelle mit einem unheimlichen Engagement weiter und schneller vorangekommen sind, als man ursprünglich geplant hat. Und welche gigantische Maßnahme es hier ist, das sieht man ja nur schon an den großen Tunnelportalen. Lieber Herr Kielbasa, wirklich ein großes Kompliment von uns, vom Verein, aber auch von der Bürgerschaft. Das haben Sie toll gemacht. Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Brunhuber. Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserer Ulmer Baustelle. Wenn ich das so sage, Ulmer Baustelle, dann meine ich jetzt diesen Bereich, in dem Sie sich hier aufhalten können, den wir für Sie freigegeben haben. Dazu gehört natürlich viel mehr. Es gehört die gesamte Strecke bis Stuttgart dazu, auch der Umbau des Bahnhofs und des Knotens in Stuttgart. Und unter meiner Verantwortung und mit meinem Team ist gemeint der Bahnhof Ulm, der Alpabstieg mit dem langen Tunnel und die Alphochfläche. Für diesen Bereich haben wir für Sie heute hier reichlich Infomaterial zur Verfügung gestellt. Meine Mitarbeiter werden dort auch zur Verfügung stehen, um Ihnen das zu erläutern. Vieles ist vielleicht auch selbsterklärend. Sie können sich das aber gerne erklären lassen und auch Fragen stellen. Fragen Sie, das macht das ganze Geschäft hier etwas lebendiger. Ja, zum Thema Terminplanung. In der Tat, wir sind hier 1 Jahr schneller als der Rest des Projektes. Wir haben uns an uralte Terminpläne gehalten und einfach durchgezogen. Ne? So, fertig. Und das Entscheidende ist, dass wir dieses Jahr nicht verstreichen lassen, sondern dass wir damit auch den Ausbaugewerken, die nach dem Rohbau kommen, die nämlich eine Bahnanlage aus dem nackten Tunnel machen und aus dem nackten Trog, die also Gleise verlegen, die Kabel verlegen, die Oberleitung ziehen, ja, dass wir denen damit auch rechtzeitig das Baufeld übergeben und die ihre Arbeit machen können, sodass wir dann eine komplette funktionsfähige Strecke haben. Und auch dabei werden wir uns hier an die Termine halten. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass uns das genauso gelingen wird wie in der Rohbauphase. Und ich möchte mich jetzt an der Stelle eigentlich nur bedanken bei all den Freiwilligen, die sich jetzt hier gemeldet haben aus meinem Team vom Rohbau und meinem Team vom Ausbau. Sie haben das jetzt richtig gehört. Ich habe jetzt nämlich auch den Ausbau als Projektleiter übernommen. Und ich wünsche uns allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag hier auf der Baustelle. Und wenn Sie vielleicht der Versuchung widerstehen, gleich am Anfang in den Tunnel reinzulaufen, bleiben Sie lieber ein bisschen draußen, solange das Wetter schön ist. Wenn es dann regnet, gehen Sie in den Tunnel, dann haben Sie den Vorteil, dass Sie ein trockenes Dach über dem Kopf haben. Dankeschön und viel Vergnügen.
Jetzt füllt es rein. Die ist ja noch. Wir müssen ja heute noch ein paar Mal lang.